So Leute, wir sind hier wieder in einer ganz wilden, freshen Folge Among Us. Ich bin hier Crewmate, aber lasst euch nicht täuschen, Leute. Wir haben hier die Zeus-Rolle mit drin und diese Rolle ist eine neutrale Rolle. Das heißt, die Rolle gewinnt für sich selber, kann auch sehen, wer Imposter und wer Crewmate ist, muss aber versuchen, die Imposter rausfliegen zu lassen und selber zu gewinnen. Und die Crewmates haben natürlich das Ziel, Imposter und Zeus rauszuvoten. Und das werden wir jetzt versuchen, Leute. Officer Gambo ist wieder unterwegs. Lasst auf jeden Fall jetzt eine positive Bewertung da. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um solche Videos nicht zu verpassen, Leute. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob wir auf Zeus hier treffen. Beziehungsweise werden halt diese ganzen Meeting-Rounds sehr, sehr interessant, weil wir exakt sehr, sehr genau zuhören müssen, wer was sagt, um herauszufinden, wer Zeus ist. Also da kann man schon Leute sehr, sehr sus mitmachen. Weil wenn da jetzt zum Beispiel einer ohne Grund die ganze Zeit auf einen Imposter draufschlägt, kann es gut sein, dass das Zeus ist und dass er ganz genau weiß, dass das ein Imposter ist. Dann ist natürlich nächste Runde der Zeus raus, ne? Weil die Crewmates gewinnen wollen, Leute. So. Wir haben hier Lisa und Candy bei uns. Okay. Ne? Die Karte, ich hab die Slow. Das hast du gerade geschafft? Ah, geht doch. Ebro ist hier. Warum sehe ich die Task hier noch? Ich habe die doch schon gemacht. Das muss da doch weg. Aber das sieht doch anders aus als die hier. Das sieht so ausgemalt aus. Komisch, komisch. Ab zu den Lights. Ja, wurde gefixt. Okay. Wir haben Ben, Fabo und Flo hier. Elina ist auch da. Okay. Die Task buggen irgendwie ein bisschen rum. Oder ich bin zu schnell unterwegs. Okay, Fabo, Ben. Ben, Elina gehen weg. Ich bin mit Fabo alleine. Ich habe Angst. Da habe ich Angst. Ich stelle mich lieber hier hin. So. Schnell im Vogel. Oh. Like und Abo? Hä? Was? Hä? Gesprungen. Echt jetzt? Wer? Ja. Echt jetzt? Ja, ja. Wer? Ich bin ja gerade hochgelaufen. Ich habe den Vent noch aufgehen sehen und Ebro liegt an den Kills. Wo denn? Also am welchen Vent? Ah, bei den Camps. Dann kann es Candy nicht sein. Gambo kann es auch nicht gewesen Elina sein. Elina kann es auch nicht sein. Warte mal, Ben, stehst du nicht in Edmund gerade drin? Also wenn wir danach gehen, kann Flo es auch nicht gewesen sein, weil Flo hinter mir ist. Okay, lass zusammenfassen. Ich, Candy, Elina sind safe. Gambo, ich, Flo, wenn Gambo gesagt hat, auch. Das heißt, ich will eine Sache, aber... Das ist schon heftig. Nein, nein, Moment. Ich will aber eine Sache anmerken. Fabo wusste ganz genau, dass ich den auf den Fersen bin und auch Abstand halte. Das heißt, wenn der da jemanden auf crazy gekillt hat, bleibt ihm nur ein Instant Report. Das war geil. Also ein Self-Report. Ich hab den Vent aufgehen sehen. Ja, Bro, das sagst kann du. Ja, keiner, das kann ja, ja keiner gut, bewerten. Ja, gut, aber das war du. So. Ja, ja, nee, ich sag's nur, damit hier jetzt nicht dieses, ja, Fabo hat jetzt hier den Redestock und alle sind safe und dann bleibt nur noch... Oh, da sehe ich eine Maske aber gerade auf deinem Gesicht, Gambo. Wenn Fabo noch ein drittes Mal sagt... Fabo hat mich doch gesafe. Scheiße. Fabi hat auch keinen Bock mehr drauf gehabt auf Fabos Gelabere, wirklich. Hä? Also wenn es Fabo jetzt noch ein drittes Mal sagt, dann glaube ich ihm. Wer bleibt denn laut Fabos und Bens Rechnung übrig? Da muss doch einer übrig bleiben. Ja, ich. Also ich finde, Gambo ist mehr invested als sonst. Für mich auch Gambo, Flo, Fabo, die kann ich nicht safen. Die sind ja für mich auch genau. Ich kann Fabo Gambo hat saven. Mich aber gesaved. Ja und? Und ja, wer ist Gambo kann auch saven. Imposter sein, da gebe ich gar nichts drauf. Hä? Aber das macht doch, warum sollte ich, also wenn er warum Imposter Gambo ist, dann warum sollte ich den dann... Es ist jetzt nicht komplett abwegig, dass Fabo den Kill into Self-Report gemacht hat, du hinter ihm standest, wirklich richtig schön zugeguckt hast und das war's. Genau. Aber Story warum sollte ich ihn dann sagen? Ey, Gambo, lass los, wir wissen, dass du es bist. Okay, dann wollten wir keinen. Eine Person einfach. Von uns mir weiß, wer die beiden Imposter sind, ich sag das hier bloß, ne? Was? Aber warum sollte ich Fabo dann sassen, wenn ich selber Imposter bin? Das ist doch Quatsch. Also, ich habe ja einen Sass geäußert, der so... Nein, aber der wäre das so gar nicht... Basis. Der wäre doch so gar nicht entstanden. Hä? Also ich glaube... Sagen, ich vertraue keinen von euch. Ich habe gar keine Ahnung. Und ich ja, ich skipp jetzt. Ich habe jetzt auch geskippt. Ich habe auch geskippt. Ja, mich ja. Gewotet? Ich habe auch geskippt. Einer hat mich gewotet. Wer war das? Leute, die wollen mich fallen sehen. Passt auf. Mann, ey. Jetzt habe ich einen Sass auf mir, weil ich einen Sass auf Fabo geäußert habe. Weil der ist aber auch nun mal Sass. Es kann halt sein, dass der da wirklich einen Self-Report gedrückt hat. Weil ich habe ja Sicherheitsabstand zu Fabo gehalten. Weil ich Schiss hatte, dass der mich da in der Tür einfach wegmacht. Da er aber wusste, dass ich hinter ihm bin, kann es halt easy sein, dass der instant reported hat. Also, ich hätte es nicht anders gemacht. Und dann halt sagen so, ja, das mit dem Vent ist dann schon advanced Wissen, muss ich sagen. Aber Fabo spielt auch schon sehr, sehr lange Among Us. Deswegen traue ich dem so einen Call auch zu in der Drucksituation. Was macht er hier? Nee, ich bleib hier. Ich bleib in den Camps.
Lass mich in Ruhe, Fabo. Okay, ist Elina. Ich mache jetzt mal auf Safeness. Flo ist auch da, Elina ist da. Der kann mich jetzt nicht einfach so killen, ohne Zeugen. Oh, Simon Says immer so ein Stress, wirklich. Vor allem, wenn man sieht, dass links und rechts übertrieben viel los ist. Was will Fabo von mir? Was willst du von mir? Der chillt die ganze Zeit bei mir. Was soll denn das? Will der sich ein Alibi verschaffen? Ich denke, Fabo will sich ein Alibi verschaffen. Ja, der will ein Alibi haben. Kriegt er von mir nicht. Ich halte meinen Anfangshass hoch. Ich halte es so weit oben, das kann er sich gar nicht vorstellen, wie hoch ich diesen Hass halte. Jetzt nämlich umso mehr. Jetzt will er nämlich auf Krampf, dass ich ihm ein Alibi gebe. Und das kriegt er nicht von mir. Das gibt nicht, mein Lieber. Weil Officer Gambo hat nämlich Bitte zwei Kills. Oh, nee, ne? Fabo, wolltest du ein Alibi auf Krampf haben? War kriegst du aber nicht, mein Lieber. Krampf. Natürlich auf Krampf. Nee, die machen irgendwas. Die haben irgendwas läuft da. Die haben beide Maske auf. Geh weg von mir, Junge. Geh weg von mir. Du kriegst von mir keine Alibi. Die haben beide Maske auf. Ist der Scheiße, wirklich. Bei Shields bei der Task. Was? Bei Shields? Da ist halt direkt ein Vent daneben. Also für mich macht das mit Fabo jetzt noch mehr Sass, weil Gambo, nur ein Kill gefallen ist. Wir waren doch gerade Electrical, oder? Mit Flo und so noch. Oh, nee. Er sagt nee. Hä? Fabo? Ich war nicht die ganze Zeit bei dir, Gambo. Fabo, was? Wir waren Lower Engine und sind dann durchgelaufen, Story. Meine ich doch. Nicht? Da war doch Flo. Ja, es kann sein. Warum? Wie ist der so schnell da nach oben gekommen? Hä, wo? Flo ist so einer, der bandet auch immer so random. Das könnte ich sagen. Ich bin mitgerannt mit euch. Okay, das ist Cap. Nein. Das ist Cap. Nein, Lisa war auch dabei. Ich bin mit zwei anderen Leuten mitgerannt. Ja, also dass Flo mitgerannt ist, denke ich Cap. Also ich hab. Dann bin ich mit. Gambo, du bist neben mir weitergerannt. Ich weiß, dass die Leiche liegt unten in Shields. Also wurde jetzt Flo gerade erwischt beim Lügen oder sagt er einfach oder kickt er halt zweimal einfach? Nein, wir sind am Yappen einfach. Ich bin oben bei Navigation gewesen. Die sind bei Navigation gewesen, mir kam Elina entgegen, dann oben waren irgendwie zwei, drei andere und dann war Report. Ich muss einmal sagen. Nee. Eine Beobachtung. Ja, beobachte mal. Ich finde. Lisa gibt mir Zeug, Gambo ist, raushaben. Gambo ist mehr invested als sonst und das ist man nur, wenn man der Hauptakteur der Runde ist, entweder Imposter oder in diesem Fall sogar Zeus. Und da Gambo sehr viele Sass schon geäußert hat, denke ich, dass Gambo weiß, wer es ist, weil er Zeus ist. Ich denke, wir reden hier mehr von... Nee, warte. Du hast die Maske auf! Nee, Gambo hat eine ganz besondere Maske nämlich gerade auf. Welche Maske hat er? Aufnahmemaske, da läuft hier nämlich gerade. Und die läuft ja nicht ohne Grund. Nicht immer am Start, Benjamin. Aber ich sage, Fabo ist auf jeden Fall ein Imposter und Lisa ist Zeus. Das ist mein Call. Ich sag, dass es Flo ist. Bro, was hab ich gemacht? Ich nicht, du hast gesagt, du bist mit uns mitgelaufen und das stimmt einfach nicht. Das stimmt, hält doch unten. Da war Electric. Wir sind oben gelaufen. Ja, da war ich nicht bei euch. Oh, ich bin nervös, ich habe aus Kurzschluss gehandelt. Ja, seid ihr dumm. Oh, ich schwöre, ihr könnt dieses Spiel nicht. Sucht euch ein anderes Spiel zum Aufnehmen am Donnerstag. Das ist das passt nicht. Er stand da gerade, Fabo was the God? Haben wir den Zeus gerade rausgevotet? Das ist. Hä? Was? Lol. Ich denke, Zeus ist jetzt raus. Ich denke, der ist raus. Dann haben wir jetzt nur noch die zwei Imposteronis. Was? Ja, das war mir zu risky, wenn jetzt hier ein Double Kill gepult wird. Okay, also wir haben Fabo richtig rausgevotet aus. Also ich meine, der Rechenweg war falsch, das Ergebnis war richtig. Fabo war es, okay. Der Runde erinnern, wo eigentlich nur noch Flausch und ich hätte den Kill machen können. Ja. Ich glaube, es ist Flausch, weil... Die verkauft gegangen. Ihren Kollegen. Warte, sie ist in den Camps gegangen und war aber gar nicht in den Camps, weil es hat nicht gut geleuchtet. Ich war in den Camps. Und sie wollte es genau timen, dass die Tür zugeht, während ich noch in... Security das habe ich gesehen sogar, das kann ich bestätigen. Aber ich war in den Camps. Ich kann es bestätigen, es ist genau so, wie sie sagt. Ich vertraue auf Candys Bestätigung gar nicht mehr. Ja, kann zumindest ja schon mal nicht Zeus sein, der ist ja raus. Das Ding ist, ich würde dann halt trotzdem Fabo... Was hat Fabo denn die Runde über gesagt? Weil er hatte ja Insider-Infos. Jetzt müssen wir gucken, Fabo wen hat er gesagt? Er hat Gambo gesasst. Er hat Flo Todes gesasst. Stimmt! Oh,
Nee, 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 es muss Flo sein. Es muss Flo sein. Ja, es muss Flo sein. Barber hat wirklich komplett alles geschworen, dass es Flo ist. Ja, dann vote mich halt. Ich habe nur noch diese Mad Bay. Ja, ich auch. Ja, ich auch. Hab auch nur noch die. Ich kann es auch rot machen. Wie random wäre es, dass Faro das falsch so mäßig. Nein, nein, das macht keinen Sinn. Aber er hat doch Gambo, glaube ich, gecallt, oder? Na, hat er nicht. Er wollte doch die ganze Wen Zeit hat er denn Alibi noch von mir. Nee, Gambo? Nee, ja, stimmt, er wollte Alibi. Wen hat er nicht er hat am erste Runde hat er mich gesaved und zweite Runde ist er permanent Flauschi mit mir mitgelaufen. Flauschi und Lisa hat er nicht gesaved. Weil wir hatten doch diesen Call. Ich konnte Elina und Candy saven und Fabo konnte Gambo saven und noch irgendwelche anderen, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall Lisa und Flauschi sind übrig geblieben. Genau. Okay, dann sage ich Flo, Flauschi sind's. Das ist mein Call. Ja, denke ich auch. Ich war halt gerade in den Camps und hab sogar gesagt, nee, wo Leute sind, aber es hat keiner zugehört. Ja, weil du ganz kurz vorher drin warst und dann bist du rausgegangen, standest du aber nur. War die ganze Zeit, was soll ich dir sagen? Aber Lisa auch sass leider, ne? Lisa, magst du mal voten oder für die Dramatik? Yeah. Danke. Ein bisschen Drama machen. Ja, ich merk's schon. Boah, wenn jetzt Flo falsch war, dann haben uns Fabo ganz schön geholfen. Nee, kann nicht falsch sein. Es sei denn, Fabo weiß wirklich vorne und hinten nicht, wie das Spiel funktioniert. Es war voll low. So, jetzt. Ich meine, ich müsste jetzt nur noch eine Task haben. Zack. Boom. Ich habe gekocht. Also, ich sag ehrlich, ich habe gekocht. Officer Gambo hat diese Runde komplett durchgekocht. Aber das ist auch dieses wirklich al dente Kochen. Dieses Pasta al dente und ein Medium Rare Steak ist das. Isst man Pasta mit Steak? Nee, das macht gar keinen Sinn. Aber ihr wisst, was ich meine. Hier wurde wirklich auf dieses 5-Sterne-Niveau gekocht. Weil Flo, Fabo war mir permasass. Richtig gecallt, zack. Dann habe ich nochmal zurückgeschwenkt auf, was hat Fabo als letztes gesagt. Hat Flo gesasst, bam, nehmen wir auch mit. Und jetzt bleibt halt nur noch einer übrig. Ja, meine Aufgaben sind verbuggt. Deswegen lasst uns den Sack zumachen und mal kurz überlegen. Also wie sicher sind wir jetzt, dass es Flauschi ist? Also ich bin mir zu 97% sicher. Flauschi, was hast du eben gewotet? Ich hab Flo gewotet. Ja, das Ding ist, wir haben jetzt halt nur Lisas Aussage, ne? Warte, ja, Candy, was hast du gewotet? Flo war, Flo der gewotet. Einzige, der Lisa gewotet hatte. Lisa hatte ein Vote und Flo alle anderen. Aber hat Flo ja, aber dann hast du dich ja gerade selbst gebastelt. Warum? Ja, weil Flo wird doch nicht seinen Kollegen voten. Was soll ich dir sagen? Boah, weiß ich nicht, Flo. Nur das oh gesagt, mein Gott! Hä? So war's halt. Warte, soll ich lügen oder was? Nee, also ich hätte ja keiner gewusst. Siehst du? Gambos, aber Gambo hat immer noch die Maske auf, leider. Das Gefühl lässt mich nicht los. Nee, das ist die, das Video das geht ab, Maske. Das Gefühl lässt mich nicht los, leider. Das ist eine andere Maske. Mann, also, dass ihr das immer auf Video halt beziehen nur, müsst, ist... Ich trash-talk das doch nur. Ich kann das alles nicht mehr. Nee, Flauschi, das ist ja auch richtig. Aber ich Wen hast du gewotet, Ben? Ja, Flauschi habe ich natürlich gewotet. Das ist echt schwierig, ne? Es könnte auch tatsächlich, das ist abwegig, aber es könnte tatsächlich nee, Ben sein. Nicht vertraut, es könnte Ben aber selber mit dieser sein. Flo-Thematik, dass er dich halt votet, ist halt schon random. Leute, hört mal zu, es könnte Ben sein, weil dann hat er eine Person weniger, die erledigen muss. Ich habe Flauschi gewotet. Wir können die Aufgaben nicht beenden. Ja, ich bin eh schon raus, weil Lisa hat auch mich gewotet, Kenny. Ich vote mich selber einfach. Boah. Oh. Das ist einfach für die Dramaturgie hier. Ja, dann ich skip. Mir ist das einfach nicht Wenn sicher genug. Wenn es nicht ist, habe ich geskippt. Skip hat ja richtig viel gebracht. Wenn es nicht ist, habe ich geskippt. Ich habe geskippt. Ja, doch, also doch. Die hat aber bis zur letzten Sekunde so wollte die das retten, ne? Ihr seid die schlechtesten Among-Spieler ever, Digga. War doch richtig. Flo auch ein richtiges Anti-Spieler, als ich geil. Ich hab wirklich. Du hast die ganze Zeit gesagt, dass Lisa Imposter ist und ich. Nein, mir, ich hab nie gesagt, dass du Imposter bist, obwohl doch, hab ich gesagt. Geil, Internet. Aber du warst halt einfach sass, Fabo, sag ich dir ehrlich. Teamspeak, ja, Bro. Nein, Leute, ich kann das alles nicht mehr. Leute, ich hab die neutrale Rolle Zeus. Ich kann wieder alle Dinger sehen, also alle Rollen sehen. Ich muss halt einen Sass äußern und gucken, als neutrale Rolle selber zu gewinnen. Das kann jetzt aber krachen gehen. Weil wenn man es hasst, dann wird man instant rausgewotet, weil die Leute denken, dass man Zeus ist. Also das ist alles ein in sich gekehrter Schlamasselhaufen. Lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da, falls ihr diese Videos feiert. Ich kann das hier alles nicht mehr. Das ist zu viel für meinen Kopf. Sag ich euch ehrlich. Ich kann jetzt auf entspannt eigentlich Flo hinterherlaufen, weil das tasktechnisch gerade passt. Jedes Mal, wenn der dann weg ist, eine Sekunde später bin ich dann auch weg. Okay, hier sind alles Crewmates. Das heißt, irgendwo da hinten sind Imposter rum. Irgendwo hier müssen Imposter sein. Ich kann da jetzt nicht ins wieder rauslaufen. Oh, nee, bitte nicht.
Bitte nicht so eine Leidsgeschichte. Okay. Wichtig. Ich muss gucken, dass ich jetzt... Ich muss so ein Ventsas. Ventsas ist, denke ich, gut. Dann läuft hier vorne rum. Das ist ja eh ein Crewmate. Habe ich kein Problem mit. Flo ist da. Dann läuft zum dritten Mal am selben Gang durch. Okay, Lisa ist es. Oh mein Gott, da muss ich ja nicht mal... Da muss ich ja nichts machen. Ich habe den Kill einfach gesehen. Ich habe den Kill gesehen. Oh mein Gott. Lisa! Vor Navigation. Lisa? Ah. Bist ja. du etwa ein TV-Star? No! Na? Bist ein Publikumsliebling, wa? Nein. Hast du beobachtet? Ja, hey, den Camps gesehen, die hat den anders weggeschaut. Oh, ciao. Ciao. Wirklich, da waren die Einschaltquoten ganz schön hoch. Ja, hä? Boah, weiß ich nicht, Lisa. Also, Lisa, da brauchen wir jetzt wirklich nicht drüber quatschen. Das, du hast den. Warte, das muss, ich denke, zwischen O2 und Navigation irgendwo gewesen sein. Das müsste der Gang sein. Das ist bei den Cams Bildschirm oben rechts. Aber bist du zum Button gerannt, Gambo? Ja. Aber du hast schneller. Also, ich habe gerade sogar gedacht, dass ich den Button gedrückt habe, aber du warst schneller ich dachte, mit dem Report. Lisa ist geliebt. Nee, weil die Cams waren aus. Also. Ich bin hingerannt. Ich bin hingerannt. Hast du zufällig gesehen, wie jemand daran vorbeigelaufen ist an der Leiche oder so? Zufällig auch noch? Nee. Warte. Also ich habe halt den Kill gesehen, bin instant hingeratzt, aber Flo war halt eine Millisekunde schneller, hat Leiche ich reportet. Ich sag Real Talk, eigentlich muss man in den Camps ich bleiben. Schwör. Ne? Also ich sag Real Talk, ich glaub Gambo das nicht. Ich war gerade in Cafeteria und bin zu Wetten. Lisa, also bitte. Boah, weiß ich nicht, Lisa. Lisa. Also in allen Ehren, dass du dich jetzt hier retten alle willst. Alle um dich herum haben schon gewotet. Ja. Ich hab ihr Zeit gegeben, sich zu äußern. Ich krieg zwei Votes. Ja, da, so. Na, dann war es safe. Ist falsch, ich hab Gambo geworden, ich bin Crewmate. Chillig. Ich krieg diese Einstellung nicht hin, ne? Es ist krank. Leute, es hat schon mal geklappt. Das ist schon mal gut. Jetzt machen wir einmal die verbackte Task hier. Dann geht's weiter. Lauf oben lang. Ebro ist da. Ebro hat sich selbst die Tür zugemacht. Oder es muss Lisa gewesen sein. Okay, jetzt muss ich Ebro einfach nur noch irgendwie überführen. Ich sag einfach, sie hat gewendet. Nein! Komm's! Warum machst du diesen? In Storage kann man wenden, oder? Ich check mal, ob man in Storage wenden kann und dann sage ich einfach, Ebro ist da reingewendet. Kann man hier reinwenden? In Storage, oh mein Gott, zum Glück habe ich es nicht gesagt. Ich sag einfach, sie ist in Admin reingewendet. Oder Electrical? Sag Electrical. Boah, der ist da noch durchgerutscht, der. Der ist da noch durchgerutscht. Ich muss Ebro irgendwie überführen. Upper Engine kann man wenden. Ja, ich sag einfach, sie ist Upper Engine gewendet. Wer ist in Cams? Fabo ist in Cams. Vor Communications und Gambo war da komisch richtig lang in Storage. Hey, ich war eingesperrt mit Ben. Das habe ich in der Kamera gesehen. Das stimmt. Also Ben kann mich saven. Safe. Ja, ja, ja. Aber das ist schon länger her, ne? Wo liegt die Leiche? Vor Communication. Boah, kann Gambo schon gewesen sein, aber auch nicht. Also, Bruder, ich bin in Cafeteria, das kann... Nein, Moment. Jetzt bin ich gerade in Cafeteria und das kann Fabo bestätigen, der ist in Cams. Nee. Ich bin... Ja, Bruder, Gambo. Er macht deine Augen auf! Gambo hat Lisa gebastelt, Leute, nicht, das kann er gar nicht sein. Ja, also Gambo ist zumindest also, kein Imposter. Das wäre weird, wenn er seine eigene Partnerin bastelt. So nämlich. Ja, bitteschön. Frage ist, Fabi ist ja rausgeflogen, der könnte natürlich Zeus gewesen sein, aber könnte es auch nicht sein. Ich habe Lisa auch mit Leiche gebastelt, das heißt, es war kein Random Call. Ja. Oder Zeus wurde schon gekillt. Ja, kann nämlich sein. Was ist denn mit dir, Linsky? Wo warst du? Ich bin gerade in Weapons und wollte O2 oben machen. Ich war mit Fabo in den Camps bis vorhin noch. Also er kann es, glaube ich, auch nicht gewesen sein. Also war keiner dort. Ich würde mal nach einem Ausschlussprinzip gehen. Also, Lisa hat Candy instant weggeratzt. Zack. Das heißt, Candy ist gestorben durch Lisa. Lisa haben wir danach rausgewortet. Fabi ist rausgeflogen. Und Flauschi wurde umgebracht. Ja. Wo liegt die Leiche nochmal? Das Ding ist, dass der Zeus jetzt ja eh auch nicht pushen wird, weil er versucht jetzt einfach auf Undercover zu gewinnen.
Ja. Oder er ist halt tot. Problem. Aber der, ja, der letzte Imposter scheint aber auch die Überschnarchnase zu sein. Oh, das wird mir jetzt gar nicht schmecken. Nö, Lina. Ich bin freundlicher Crewmate. Elina hätte mich jetzt schon vom TS gebannt, wenn sie es gewesen wäre. Ebro, wo warst du? Ich war gerade in den Camps mit Fabo, bin dann aus Camps raus, bin unten lang und dann bin ich Ben entgegengekommen. Das stimmt. Eigentlich bin ich sozusagen sogar eigentlich ein bisschen sus von mir. Nee, ja, bin ich nicht, aber ich war ja mit Gambo eingesperrt. Nicht nur ein bisschen. Nee, ich bin mit Gambo ja eingesperrt gewesen und bin direkt von dem Eingesperrten dann halt quasi Richtung Ebro gelaufen. Das sind solche random Sachen, ey. Ist das kacke. Wo kommt das denn jetzt her? Was denn? Ich hab Ebro wenden sehen. Also ich hab die Klappe aufgehen sehen, als sie Richtung Electrical ist. Ich schwöre auf alles. Ich hab dich wenden sehen. Hund, also du bist okay, rein komm, und die Klappe ist auf. Wenn wir den machen, Gambo, wenn wir wirklich jetzt den machen, willst du den machen? Oh, wartet mal. Das ist so krass. Elina, warte. Du hast mich doch, Elina, du kannst mich doch saven. Ich war bei den Lights und hab Lights gefixt und du bist hochgegangen zum Richtung Vent. Das heißt, ich war da gar nicht am Vent. Hä, war Elina dann am Vent? Nein, ich war auch nicht am Vent. Ich hab die Klappe Safe Call aufgehen sehen. Aha. Geht gar nicht. Nein. 100 Pro. Oh. Warte, wann hast du das gesehen? Klappe hast du denn aufgehen sehen? Ich dachte, du bist sicher, dass Ebro ist. Ich bin mir auch sicher, aber ich hab Elina davor aber nicht reinlaufen sehen. Ich hab nur Ebro reinlaufen sehen. Kann sein, dass Elina vielleicht einen Ticken vorher drin war. Nein, das kann gut ich war sein. Danach. Ebro nee, war sie war danach. Ich bin rein und Elina hat mich gesehen, wir waren beide bei Lights. Ich war aber schneller als sie, weil sie nach mir reingekommen ist. Und danach bin ich raus und sie ist nach oben. Das heißt, entweder war es Elina oder du. Es kann sein, dass ich komplett am Sabbern bin, aber ich könnte schwören, dass diese Klappe aufgegangen ist. 100%. Am Sabbern, du. Dann war es also. No joke. Dann war es safe, Elina. Ich bin rausgegangen. Das What kannst du bezeugen. What the heck? Nein, ich bin Crewmate, Alter. Dazu sage ich nichts. Ich meine nur, ich kann es nicht gewesen sein. Ich bin rausgegangen. Ich bin es auch nicht gewesen. Ich weiß auch nicht, welche Klappe du gesehen hast. Du bist in die Kamera. Die Wendklappe. Ja, welche Wendklappe denn? Aber wie kannst du denn in Electric Horn gucken? Man kann auch nur in Mad Bay die Klappe sehen, oder bin ich doof? Nein. Du kannst auch in Electrical die Klappe sehen. Ich hab da nichts gesehen, weil ich hatte denselben Plan. Ich dachte mir, ich stehe jetzt bei Van. Oder warst du, warte mal, Elina, warst du in der Task? Nein, war ich nicht. Du warst oben bei Electrical, aber nicht in der Task. Ja, weil guck mal, wie viele Tasks wir haben und rate mal, wer sie alle fertig hat. Das hat zwei Daumen und bin ich. Was machst du dann da in Electrical oben? Gucken, ob jemand aus dem Vent kommt, aber dann ist mir eingefallen, ist ja mega dumm, weil da kommt wen voten wir jetzt? Man sieht's ja, wenn ich bleib bei meinem ersten Sass. What the heck? Ich votet Gambo, wenn ich rausfliege. Ja. What the hell? Elina, du bist doch nicht mal mein erster Sass. Hoppla. Also ich hab Gambo nicht gewotet. Ich schon, tut mir leid. Aber es könnte auch sein, dass Gambo Zeus halt ist, ne? Das ist das Ding. Nein! Ich wusste es, deswegen hab ich ihn gewotet, die Idioten. Jetzt müsst ihr halt Ebro rausvoten. Ich habe am Ende gesagt, ich bleib bei meinem ersten Sass. Also wenn die es jetzt verkacken, Ebro rauszuvoten, dann weiß ich nicht mehr. Die müssen jetzt Ebro voten. Es geht nicht anders. Ich habe am Ende gesagt, ich bleib bei meinem ersten Sass. Ich bin zufrieden, ich bin happy, danke. Ich wollte gerade den Move eigentlich bringen mit, Gambo, wenn du diesen machst, ist klar, dass du Zeus bist, weil ich nicht gewendet bin. Aber ich hatte auch kurz überlegt, bevor wir halt Ebro rauskicken, einfach aus Sicherheitsgründen nochmal Gambo zu kicken. Aber ich habe ihn dann sogar noch vertraut. Aber ich habe sogar Elina gewotet. Gambo ist so schlecht, das ist so crazy. Das auch, Mann. Er hat es 100 Mal besser gemacht als du. Das war gut. Er hat bis vorhin volles Scheiß versteckt. Aber dieser Call hat mir direkt gesagt, dass er es ist. Ich hatte es schon beim ersten Mal direkt. Nein, ich check auch gar nicht, wen ich jetzt gewotet habe. Ebro natürlich. What the heck, Ebro ist es? Ja, es ist ja auch Ebro. Das steht ja auch fest. Und Gambo weiß doch, wer es ist. Ja, du bist wirklich gewendet? Bin ich nicht. Er hat das einfach so sich ausgedacht, damit sie rausgewonnen. Er hätte dann gewonnen, wenn Ebro rausgewotet worden wäre. Oh.
Das war schon, nicht schlecht gespielt. War schon nicht schlecht. Mann, ich hab nicht gerallt, dass Elina damit in Electrical ist. Wenn Ebro da alleine gewesen wäre. Jetzt gewonnen, glaube ich. Ich hätte dich von, wie nennt man das, von Zug geschmissen, vom Bus geschmissen. Ich hätt, okay. das war das, was ich gerade machen wollte. In dem Moment ist mir eingefallen, dass ja Elina noch mit drin war und sie mich saven konnte. Mann, weil ich hätte dich gerade rauskicken lassen, danach nicht. Ich dachte wirklich, dass du alleine in Electrical bist, dann wäre das so aufgegangen. Das wäre echt aufgegangen, aber holy shit, ey.